Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Der Members Club für Luxus Beauty hat sein Sortiment erweitert, also Uncorrupted Beauty. Und das hat mich neugierig gemacht und ich möchte ein paar Produkte in diesem Video mit euch zusammen ausprobieren. Genau, und die habe ich jetzt hier. So schön drapiert, tülü, ne? Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Vor 4-5 Monaten ungefähr habe ich ja schon mal eine Kooperation mit Uncorrupted Beauty gehabt und da ging es vor allem um Haarprodukte und ich muss wirklich sagen, dass ich die so gut fand. Und jetzt habt ihr halt wieder die Möglichkeit, tatsächlich die Produkte nochmal euch neu anzuschauen. Und zwar habe ich einen richtig coolen Rabattcode dafür. Für euch, das ist Claudi Free. Damit bekommt ihr die Mascara, die ich euch gleich zeige, gratis mit dabei und einen Monat gratis Mitgliedschaft, was richtig cool ist, denn normalerweise kostet so eine Mitgliedschaft 10 Euro pro Monat beziehungsweise 49 Euro im Jahr, je nachdem, wie du das so wählst, ne? Ist monatlich kündbar und ich möchte jetzt aber einfach mal euch die Produkte zeigen. Ich habe euch das auch in der Infobox verlinkt. Ein Produkt habe ich jetzt hier, was ich nicht jetzt ausprobieren kann, weil ich obviously ungeschminkt bin. Und das ist ein Abschminkprodukt. Ich bin sehr gespannt drauf, Leute, weil ihr kennt meine Meinung. Es gibt für mich eigentlich nur den einen Cleansing Balm, der wirklich auch sehr, sehr gut ist und das das effizienteste Ergebnis erzielt. Hier bin ich einfach mal gespannt. Werde euch dazu dann demnächst mal im Aufgebraucht-Video was erzählen können. Youth Rebel Uncorrupted Oil to Milk Face and Eye Makeup Cleansing Balm. Das ist dieser hier. Und das Coole bei Uncorrupted Beauty ist halt einfach, wenn du dort die Mitgliedschaft abschließt, dass du die Produkte um richtig krass viel Geld günstiger bekommst. Einfach weil Uncorrupted Beauty lässt die Produkte auf den Produktlinien herstellen und von den Laboren entwickeln, wo halt auch High-End-Marken das Ganze machen. Du bekommst die Produkte aber ausschließlich und exklusiv halt auch in dem Online-Shop von Uncorrupted Beauty. Und es sind halt keine Zwischenlieferketten und so weiter da, sodass die halt wirklich an den Konsumenten diese Preisersparnis weitergeben können. Das ist hier auch richtig aus Glas, ist das hier unten, ne? Das ist Hartplastik. Das ist Glas. Das ist krass. Nicht schlecht, Herr Specht. Wie viel haben wir hier drin? 50 Milliliter. Ich kann ja mal mein Näschen... Hä? Das ist aber flüssig. Das riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Leicht blumig, pudrig, würde ich auch dazu sagen. Hä? Das ist ja witzig. Also ich kann das ja normalerweise in Fest. Muss ich auf jeden Fall heute Abend mal ausprobieren. Und werde ich euch einblenden, vielleicht, wie ich das angewendet habe. Meistens mache ich das dann ja quasi vor der Dusche im Double Cleansing, ne? Oil to Milk. Ja gut, das ist ja Oil to Milk und nicht fest, ne? Spektakulär, okay. Und ich bin gerade wirklich baff, ne? Und das finde ich sehr, 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 sehr interessant. Und das wird ausprobiert. So, ich habe aber jetzt gerade auch nichts auf meinem Gesicht. Ich habe mein Gesicht gereinigt und jetzt einfach nur einen Toner drauf gemacht, weil ansonsten schreit meine Haut. Ihr seht, dass meine Haut auch leicht unausgeglichen ist, einfach, ja, weil die Erdbeerwoche im Anmarsch ist. Da habe ich hier unten schon mal so ein paar Unreinheiten und an und für sich habe ich halt auch kein super ebenmäßiges Hautbild oder so, weil ich halt hier auch immer Sommersprossen habe und so ein paar Rötungen. Da soll jetzt aber eine Creme Abhilfe schaffen, denn die soll das Hautbild ausgleichen und auch so ein bisschen die Poren verfeinern. Müssen wir mal schauen. Ja, auch das aus der Youth Rebel Reihe. Die haben ihr Sortiment halt super krass erweitert, ne? Als ich vor 4-5 Monaten, eigentlich war es vor 5-6 Monaten dort geschaut habe, war das halt wirklich noch relativ neu und frisch alles, ne? Und alles war halt auch ja eine sehr beschränkte Auswahl. Mittlerweile ist die Auswahl riesig. Und ja, hier haben wir Worte überschlagen sich, ne? Die Anti-Gravity Rejuvenating Cream. Also die soll mein Gesicht quasi verjüngen. Ich bin gespannt, Leute. Du könntest dir natürlich auch die Creme für 100 Euro Normalpreis in einem Shop kaufen, aber wenn du Mitglied bist, kostet die halt nur 19 Euro. Das ist wirklich extrem fair und das ist wirklich fast schon Drogerie, ne? Das ist schon krass und die hat auch wieder dieses Glasgedönsen, ne? Ein sehr schöner, dankeschön, dekorativer Tiegel. Oh, ja, schaut so aus. Ja, ist halt eine Creme, ne? Auch die riecht einfach nach frisch gewaschener Wäsche. Ich nehme das hier einfach mal jetzt vom Deckel. Man will ja nichts verschwenden. Und hier soll dann das Rotklee-Extrakt dafür sorgen, dass meine Haut wundervoll aussieht. Fühlt sich super weich auf der Haut an. Ja,
Ich habe ja schon wirklich viel getestet und ich würde tatsächlich sagen, dass mich das so ein bisschen an Sisley erinnert von Konsistenz und wie sich das so auf der Haut verhält tatsächlich, ne? Und das fühlt sich einfach richtig, richtig angenehm an. Ich habe eine trockene, sensible Haut, deswegen brauche ich das Ganze halt auch etwas reichhaltiger und gleichzeitig aber auch ein bisschen sanfter für meine Haut, ne? Kleiner Funfact zwischendurch, ihr habt es ja auch gerade bip bip gehört, ne? Jemand hat gerade versucht, mein Amazon-Konto zu hacken. Läuft! Also irgendwie aktuell rastet das Ganze ein bisschen aus. Ich habe jetzt auch schon von 2 weiteren Kollegen Nachrichten bekommen, dass ihr Konto versucht wurde zu hacken. Also ihr Google-Konto. Ich kann euch mal im E-Mail-Video dazu verlinken. Mein Puls ist gerade auf 180, ne? Aber gut, ja. Machen wir mit etwas weiter, was mich beruhigt. Und zwar gute Kosmetik. Nein, sehr gute Kosmetik. Denn diese Gesichtscreme gefällt mir gerade extrem gut. Also ich mag es, wie sie auf meiner Haut ist. Ich mag es, wie reichhaltig und pflegend sie sich anfühlt, dass sie aber irgendwie gar nicht dieses Überparfümierte hat, wie man das halt bei diesen Luxusmarken kennt. Auch da wird Gott sei Dank ein bisschen dran gespart, ne? Und ja, jetzt schauen wir mal weiter zum nächsten Produkt. Und zwar ist es der Lichtschutzfaktor. Das ist super, super wichtig. Und ich bin sehr gespannt. Denn das hier ist jetzt der Big Booster Daily SPF 50 Plus Drops Lichtschutzfaktor. Very High Protection. Nicht Pickel verursachend. Das sollen halt wirklich Drops sein, die sehr praktisch sein sollen. Mit Tomaten-Antioxidantien läuft. Aloe Vera, Kirschblütenextrakt, Kaktusfeigenextrakt. Also richtig auch Antirötung und beruhigend und leichte Textur. Ich bin sehr gespannt, denn ich geize nicht mit Lichtschutzfaktor. Wenn ich mir den auftrage, dann kommt da ganz schön viel drauf. Auch hier wieder super hochwertig, sehr, sehr schön. Dieses Milchglas von der Verpackung her, ne? Mag ich einfach gerne leiden. Und ich möchte euch auch gerne mal an dieser Stelle das Gründerquad vorstellen. Wir haben insgesamt zusammen über 30 Jahre Berufserfahrung und die kennen natürlich die Hersteller, die Labore und so weiter. Die kennen sich halt einfach aus. Und das heißt, du hast in dieser Firma direkt schon von Anfang an dieses Mega-Know-How. Und da haben wir einmal den Charles, der tatsächlich auch Glossybox gegründet hat, die liebe Marilu, die die Produktexpertin ist, dann der Michael, der von Barwor kommt. Das ist nämlich dort ein ehemaliger CEO, der natürlich auch von einer sehr hochwertigen Marke eine sehr intensive Expertise mit reinbringt. Und zu guter Letzt der Felix, der kommt von Zalando. Der bringt ja natürlich auch ein riesiges Repertoire mit, weil Zalando ist ja eine Mega-Firma, ne? Also was die alle anbieten. Beauty, Kleidung, hast du nicht gesehen. Und ja, jetzt schauen wir uns mal diese Drops an. Also da würde ich mir... Oh, sind die flüssig? Nicht reden, Claudi. Tatsächlich pro Seite einen so einen Pumper geben. Oh, die sind richtig flüssig. Das ist gar nicht so ölig, wie ich das so befürchtet hatte. Das muss ich jetzt einarbeiten. Das riecht total blumig. Das kommt übrigens genauso wie auch die Creme, die ich jetzt hier drunter habe, aus der Schweiz, beziehungsweise wird in der Schweiz produziert. Ach, ich gebe mir das lieber erstmal in der Hand. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher dann, ne? Na, hier muss ich sagen, auch wenn ich den Duft gerne mag, ist er mir ein ganz kleines bisschen zu intensiv. Aber die Textur gefällt mir, weil das halt sich so schön verteilen und einarbeiten lässt und nicht krümelt oder so. Richtig gut. Sehr, 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 sehr angenehm. Da kannst du halt auch eine dicke Schicht auftragen, ohne dass du Angst haben musst, dass er dir wegkrümelt. Das ist halt auch echt super, super wichtig, ne? Okay, sieht auf jeden Fall auch vom Flakon her wunderschön aus. Definitiv sehr interessant, muss aber natürlich auch noch weiter getestet werden. Ich habe jetzt im Prinzip dann ja quasi meine Base drauf. Ich möchte jetzt aber natürlich eine Foundation drüber tragen, damit auch die weiteren Produkte gleich in Einsatz kommen. Da bin ich jetzt auch natürlich sehr gespannt, ob die sich mit der Base verträgt. Das ist jetzt eine Foundation, die ich in meinem Project Pen habe und in dem Sinne sehr häufig in Anwendung. Also die ist fast leer. Boah, welcher Glow da einfach auch noch durch die Creme und durch den Lichtschutzfaktor, durch die Foundation durchkommt. Ja, das hat soweit so gut funktioniert, muss ich sagen. Jetzt schauen wir mal, was der Concealer drauf hat. Denn das ist jetzt ein ganz neues Produkt und da bin ich schon ziemlich heiß drauf, muss ich gestehen. Wir haben nämlich ein Lightweight Liquid Concealer, schützender Präbiotik-Komplex. Und da habe ich mir alle drei Farben einfach mal zukommen lassen, damit ich euch die auch swatchen kann. Ne? Die Verpackung ist auch hier wieder sehr schlicht und schaut einmal so aus. Also dieses klassische schwarze Deckelchen und dann dazu halt eine normale Plastik-Umverpackung. Das Füßchen sieht ja cool aus. Das ist spektakulär, weil das speichert halt richtig gut das Produkt dadurch, dass es ist, wie es ist. Und zwar ist das, guck mal, das sieht aus wie ein Fuß
wo die Zehenspitze so ein bisschen hoch geht, ne? Und dann ist an der Seite auch quasi die Möglichkeit für Produkteinzug. Und dann haben wir da auch noch obendrauf ein Loch. Das ist ja witzig. Ich finde es vom Füßchen her schon mal positiv. Hier sehen wir die drei verschiedenen Farben, die es gibt. Das ist einmal hier Ivory, also ja, ein Ton, der sehr ins Gelbe geht. Dann haben wir Fair, das ist für mich wahrscheinlich die passende Farbe, weil der auch so ein bisschen in das Rosane geht, ne? Das mag ich für mich einfach super gerne. Und dann haben wir hier auch noch die Farbe Cream. Der wird mir auf jeden Fall zu dunkel sein. Der geht in die Peachy-Richtung, ist aber natürlich auch mit so der dunkelste Ton, den wir haben. Also das ist die Shade Range und da muss ich wirklich sagen, wir brauchen mehr Farben. Ich trage mir, wie gesagt, den Concealer in der Farbe Fair auf. Wir haben hier drin lichtreflektierende Pigmente, Squalan und Vitamin E. Und das Ganze soll dann auch mit Hyaluron sein, was Feuchtigkeit spendet und einen schützenden Präbiotikkomplex enthalten. Das ist irgendwie zur Unterstützung des Hautmikrobioms. Okay, ja. Und hat eine antioxidative Wirkung. Schön. Nehme ich mir das Füßchen und ja. Trage mir das genauso auf. Ich arbeite mir das Ganze gerne ja immer mit einem Schwämmchen ein. Also für mich, ganz persönlich, für mich subjektiv, ist das halt genau die richtige Farbe. Ne? Es ist nicht zu hell, es ist in einer richtig schönen Konsistenz, weil sich das gut verteilen lässt. Es ist nicht zu deckend und auch nicht zu leicht. Also für mich ist das optimal. Ne? Das ist eine sehr schöne Sache. Und hier sehen wir auch den Unterschied zwischen den beiden, mit Concealer, ohne Concealer. Das macht schon was Schönes aus, aber hat halt einen sehr natürlichen Effekt. Und ja, es ist lichtreflektierend, aber es ist nicht irgendwie glitzernd oder so, was ich auch immer super wichtig finde, dass es das eben nicht ist, ne? Weil das brauche ich jetzt nicht unbedingt unter meinen Augen haben. Sieht einfach genährt aus, es sieht natürlich aus. Ich mag es einfach, wenn man auch in dekorativer Kosmetik die pflegenden Eigenschaften mit drin hat. Das sieht wirklich gut aus. Ich schaue auch mal, ob ich den verwenden kann zum Spot Concealing, eben hier so auf Rötungen. Definitiv. Also das kann man auf jeden Fall machen. Ne? Deckt leicht mit ab, aber halt nicht so, dass du die Stelle zu sehr betonen würdest, weil du ja Concealer drauf gemacht hast. Du merkst einfach diese leichte Textur und du merkst auch diese pflegenden Eigenschaften. Das finde ich echt positiv. Also der hat Potenzial, einer meiner Lieblingsconcealer zu werden. Schön. Ich werde jetzt noch alles weitere machen, bis ich halt gleich zur Mascara komme, weil die möchte ich mit euch zusammen auftragen. Einfach mal einen locker, flockig, romantischen Look, wo natürlich die Mascara jetzt fehlt. Und da kommen wir auch zu der Mascara, die ihr ja, wenn ihr den Code einlöst, mit dazu bekommen. Verpackung ist aus Pappe, was ich auch gut finde. Übrigens wollte ich auch noch gesagt haben, der Concealer erinnert mich jetzt so ein bisschen an hier Yves Saint Laurent, diesen Touche Eclat. Und den gibt es ja auch nur in einer Farbe. Also ist es dann vielleicht gar nicht so schlimm. Will ich mir die Welt schön reden? Manchmal schon. Naja, das hier hat ein bisschen vom Packaging was von Pat McGrath. Aber ich möchte jetzt einfach mal schauen, wie die Mascara an und für sich so ist. Also einfach eine schwarze Verpackung mit silberner Schrift, was ich auch sehr schön, sehr edel finde. Wir haben ein ganz klassisches Faserbürstchen, was so erdnussförmig geformt ist. Bevor ich die Mascara auftrage, mache ich das, was ich immer vorher mache, nämlich meine Wimpern einmal zu biegen. Und dann darf die Mascara jetzt ihre Wunder vollbringen. Ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Leute, wir haben hier eine Mascara, die von der Verpackung her an Pat McGrath erinnert, irgendwie, aber vom Ergebnis her definitiv Better Than Sex von Too Faced. Gar keine Frage. Wir haben ein schönes Volumen, was die Mascara schafft. Also wirklich, die macht Schwung, die macht Definition, die macht auch ein bisschen Länge mit rein. Sie macht halt jetzt nicht diese super krasse Dichtigkeit, also diese extremen Wimpern macht sie nicht, aber sie ist halt wirklich für jeden Tag geeignet. Also egal, ob du ins Büro gehst, ob du auf eine Party gehst, ne, bei einer Party mach einfach noch eine Schicht drüber. Im Büro kannst du einfach ein, zwei Schichten so auftragen, aber also mir gefällt die sehr, sehr gut. Und so sieht der Look jetzt einfach mal im Kompletten aus. Gefällt mir richtig gut. Meine trockene Haut ist einfach glücklich. Das kann ich nicht anders sagen. Meine Entdeckung überhaupt bei dieser Kooperation dieses Mal ist tatsächlich der Concealer, weil ich da einfach eine gute Alternative zu dem Touche Eclat halt jetzt für mich gefunden habe. Ihr Lieben, denkt dran, Cloudy Free gibt euch tatsächlich die Mascara einmal für Umme mit dabei und auch die Mitgliedschaft für einen Monat.
kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann könnt ihr vielleicht euch einfach mal in dem Probemonat einfach durchtesten und euch das ein oder andere Produkt einfach mal genauer anschauen, wenn ihr möchtet. Das Sortiment hat sich einfach jetzt wieder erweitert und deswegen auch dieses Video von meiner Seite. Was ich definitiv auch empfehlen kann, sind die Haarprodukte. Dazu habe ich euch eben auch schon mein Video verlinkt. Einfach der Hammer. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Vielen, vielen Dank an Uncorrupted Beauty für die wundervolle Zusammenarbeit mal wieder. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!